Ja, Frank Moldering ist gerade das Testspiel mit dem GKSC Hürth gegen den SC Brühl relativ deutlich gewonnen. Wie fällt Ihre Einschätzung zum Spiel aus? Ja, grundsätzlich bleibt es ein Test an einem Dienstagabend nach Karneval, in dem wir sicherlich einige Erkenntnisse mitnehmen für die nächsten Wochen und vor allem auch für das Spiel am Sonntag. Sind froh, dass wir hier nochmal testen konnten gegen Brühl. Am Ende fällt das Ergebnis sicherlich sehr hoch aus, weil wir, sagen wir mal, in der ersten Halbzeit sehr effektiv waren im Verwandeln von unseren Chancen. Und ja, dazu kommt es dann auch in der Höhe zu dem Ergebnis. Wie fällt insgesamt Ihr Fazit zur Vorbereitung aus? Wir hatten eine ganz gute Vorbereitung. Wir haben ja jetzt leider das Spitzenspiel in Schaffhausen ein bisschen unglücklich verloren. Häufig selbst verschuldet durch einen Elfmeter, den wir nicht machen und die Torchancen, die wir nicht machen. Gegen eine Spitzenmannschaft aus der Landesliga. Haben eine gute Vorbereitung bisher gespielt. Die Jungs sind sehr begeisterungsfähig und ziehen voll mit. Und ja, wir freuen uns auf eine Rückrunde und wollen natürlich versuchen, das Ganze so ein bisschen auch hier zu bestätigen. Wobei es immer noch dabei letztlich bleibt, dass das Ziel des Vereins ganz klar der Nichtabstieg ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.